Abstrakte Malerei. Easy, simple, auch für Anfänger. Jetzt in diesem Video. Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin hochsensibel und eine trockene Alkoholikerin. Und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für mehr Leichtigkeit in deinem oder im Leben. Was rede ich denn? Nicht in deinem, das kannst du nur du entscheiden. Also in meinem Leben auf jeden Fall. Jesus. Ich liebe die abstrakte Malerei. Also auch viele meiner Teilnehmer in den Kursen sind total begeistert, weil man wirklich in der abstrakten Malerei, ja, man kann so spielerisch den Zugang zu den Farben finden und formen. Und das heutige Video handelt davon. Also viel Spaß. Ja, also ich habe mich entschieden, eine ältere Leinwand mit Fassadenweiß erstmal zu überpinseln. Du kannst natürlich aber auch jederzeit jede Leinwand oder eine neue Leinwand auch benutzen. Das ist überhaupt, wie es dir gefällt. Und wenn du eine ältere Leinwand mit Weiß überpinselst, kannst du natürlich auch schon ein paar Farben mit reinarbeiten. Also ich habe mich für ein Blau entschieden, das heißt die Grundstruktur sollte so im bläulichen Ton sein. Und deswegen auch hier jetzt schon Blau mit rein verarbeitet. Das sind Acrylfarben, die ich hier benutze, gängige Acrylfarben aus dem Handel. Und vom Weiß, ich nehme immer gern Fassadenweiß. Ja, und hier beginne ich schon, ja, es ist für mich immer noch die Phase des Reinfühlens, es ist eine Phase, wo ich selber noch gar nicht so richtig weiß, wohin die Reise geht. Und ich arbeite gerne von den Farben her direkt auf der Leinwand, so wie hier jetzt. Das ist Gold. Und ich probiere da einfach so spielerisch mich dem Ganzen so ein Stück weit zu nähern. Und habe also auch keine Bedenken bei dunklen Farben, Schwarz. Es wird ja sowieso zum Teil wieder überpinselt. Oder mit Spachteltechnik geht ja ein Teil, wird ja dann wieder überspachtelt. Und das Schöne daran ist, wenn man dann mit der Spachteltechnik drüber geht, dass dann manchmal so die Dinge aus der vorherigen Schicht durchschimmern. Na? Also es ist immer noch eine Phase des Ausprobierens, Spielen, Farben. Auch von den Farben her bin ich mir jetzt auch noch nicht hundertprozentig sicher. Also die abstrakte Malerei eignet sich wunderbar zum Spielen. Ja, zum Ausprobieren, ja, Freude haben, schlicht und ergreifend Freude am Malen. Das ist abstrakte Malerei. Ja, und hier siehst du jetzt mit der Spachtel, also ich gehe immer wieder mit der Spachtel, gehe ich drüber von den Farben, also trage Farben auf. Und manchmal kratze ich sie auch dann wieder runter. Hier ist Acrylfarbe wieder direkt auf der Leinwand. Und die Spachteltechnik, die ich jetzt hier verwende, man gleitet mit der Spachtel über das Bild. Und dann gibt es so diese Technik, oder diese Farbverläufe, was du jetzt siehst. Und das funktioniert eben, wenn man so wirklich ganz locker, fluffig und leicht über die Leinwand gleitet. Und das ist ein längerer Prozess, ja, natürlich, über ein paar Tage. Manche meiner abstrakten Arbeiten brauchen Jahre. Und hier nehme ich Malpappe.
um die Farben gut vermischen zu können mit der Spachtel. Und die Mahlpappe kannst du ja ewig lang auch benutzen. Ne? Aber ich habe so die Möglichkeit, besser die Farben aufzutragen, abzukratzen von der Mahlpappe auf die Leinwand. Ja, und jeder Anstrich, neuer Anstrich, da gibt es so, hinterlässt natürlich Spuren, und das ist das Spannende an dieser Technik. Und lass dir Zeit, ja. Nimm mal wieder eine Spachtel, Pinsel, dreh das Bild um 90 Grad, stell es auf den Kopf, stell du dich auf den Kopf, geh mal in der Zwischenzeit in die Natur, lass es wirken. Das Bild, jetzt kommt gleich eine Ansage. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ich habe die Erfahrung gemacht, das Bild erzählt dir schon, was zu tun ist, ja? Also wenn du jetzt so die Farben bei deinem Bild auf dich wirken lässt, du weißt dann oder spürst intuitiv, welche Farben wohin gehören. Das erzählt dir das Bild. Also echt spannend. Ja, auch das ist möglich. Probier alles aus. Du kannst auch mit den Händen malen. Du kannst es auch auf den Boden legen und mit den Füßen malen. Alles ist erlaubt. Alles. Genieße dein Date mit deiner Leinwand. Du gehst total befreit und easy aus der Geschichte raus. Und das trägst du natürlich auch in den Alltag damit rein. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von heilsames Malen. Wenn du Fragen hast, schreib sie mir unten in den Kommentar, damit ich sie auf jeden Fall auch beantworten kann. Viel Spaß und ja, bis nächste Woche. Tschüss.